den großen Klemmergeier-Boss besiegt und nun können wir diese Insel auch mit diesem Stecker anstecken an die Capitabora. Doch leider sind wir ein bisschen spät dran. Während wir gekämpft haben, wurden alle, die oben gefangen genommen wurden, schon verschleppt zur Gigaleuchtturminsel. Jetzt müssen wir herausfinden, wie kommen wir überhaupt zur Gigaleuchtturminsel, weil da ist eine riesige Mauer. Wie sollen wir da drumherum kommen? Oder drüber oder drunter? Oder wie sollen wir das machen? Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Und deshalb besprechen wir das alle heute. Außerdem bin ich mir relativ sicher, dass es noch eine Insel gibt, die wir erkunden müssen, bevor wir zur Gigaleuchtturminsel gehen. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber ich meine, ganz links und links auf der Map müsste es noch was geben. Das kann nicht sein, dass es für immer ausgedunkelt bleibt. Ach stimmt, die Blumen dort müssen wir auch noch untersuchen. Die Wege da. Da gibt es ja auch noch Staff. Habe ich vergessen. Das machen wir direkt. Nachdem wir die Story-Cutscene gemacht haben. Yeah, Guild angebunden. Boah, haben wir schon 7 Inseln. Sehr schön. Der Baum, der erfährt neue Wege. Und wir können die entlang reisen. So, aber erstmal ein bisschen quatschen. Was ist denn so der generelle Eindruck von euch Leuten? Was sollen wir machen? Die Lage ist prekär. Wir sollten diesem Gigaleuchtturm baldmöglichst einen Besuch abstatten. Ich habe bereits eine Idee, wie man gegen diese Mauer vorgehen könnte. Doch zuvor muss ich euch zwei noch um einen Gefallen bitten. Schaut doch nachher bitte bei mir vorbei. Oder jetzt eben? Wir stehen gerade hier. Okay. Ich muss jetzt extra dahin rennen. Oh, sind die Missionen jetzt weg? Nee, die sind noch hier. Richtig? Bin mir nicht sicher. In Arbeit. Oder nicht mehr? Sind die jetzt verloren? Das Problem ist, diese Mission konnten wir nicht machen, als wir sie bekommen haben. Weil wir ja gezwungen waren, Luigi abzugeben und dann auf die Insel gerade zu gehen. Also eigentlich sind die Mission da eigentlich erst für jetzt. Oder liege ich falsch? Habe ich irgendwie einen riesigen Fehler gemacht? Und rennt sie da weg? Kollege? Hallo? Was machst du da? Ich bin froh, dass es bei den versteckten Ermittlungen niemanden... Was passiert ist. Okay, dann schau, fährt halt nicht mit. Sind wir alleine mit Peach und den anderen. Mario, Luigi, seid ganz ehrlich, sind wir euch überhaupt irgendwie von Nutzen? Aber natürlich, jeder von euch war für uns eine große Hilfe auf Guild. Hat sich eher angefühlt, als wären wir nur im Weg gewesen. Ah. Ich möchte noch mehr sagen, Prinzessin Peach. Ja? Ich weiß, wir von Team Work haben noch viel zu lernen. Aber wenn wir uns irgendwie beweisen können, wenn wir euch und Mario und Luigi zeigen können, dass wir was taugen. Prinzessin Peach, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns helfen könntet. Wenn ihr euch... Ich weiß nicht. Schließt ihr euch uns an? Wie bitte? Ich? Ihr müsst auch nicht sofort Ja sagen. Genau, denkt einfach mal in Ruhe drüber nach. Wir lassen uns dabei etwas einfallen, wie wir uns auch so schon nützlich machen können. Jawohl, wartet's nur ab. Du meine Güte, das kam so plötzlich, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Dann nehmt zumindest das hier an. Ach, was ist denn das? Wir alle von Team Work tragen so ein Tuch. Damit seid ihr jetzt eine Art Ehrenmitglied. Verstehe, vielen Dank. Hä? Und warum wächst der Baum davon jetzt noch mehr? Hä? Ich glaube, das würde einfach nur nochmal den Spieler zeigen. Hey, guck. Du kannst jetzt weiter, guck. Ja, sie trinkt's gar nicht. Unser ambitionierter Plan scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Wenn du meinst... Wir können hier immer noch nicht lang. Hier ist auf jeden Fall etwas. Bestimmt mindestens eine Insel. Aber wir können hier einfach nicht lang. Und das stört mich. Aber gut, wenn das Spiel sagt, nö, dann akzeptieren wir das. Stimmt, hier war noch eine Insel, die ich extra nicht gemacht habe, weil ich sie mit Luigi machen wollte. Und Luigi ja zu dem Zeitpunkt nicht bei uns war. Die können wir eben machen. Oder? Hey, Mario, Luigi, komm mal kurz. Was willst du denn jetzt schon wieder? Hättest du Lust, ein wenig zu angeln? Angeln? Sprich, ist Sardinia oder was? Die Insel. Habt ihr es gesehen?
speichern. Was? Du fragst dich, ob man von so einer steilen Felswand aus wirklich angeln kann? Oh, Mario. Der Trick beim Angeln ist doch, dass die Fische einen nicht bemerken dürfen. Je weiter man also weg ist vom Wasser, desto besser stehen die Chancen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Die passende Angel habe ich auch schon parat. Okay. Du hast eine Angel erhalten. Danke. Die zwei Hocker da habe ich extra besorgt, damit ihr ganz bequem angeln könnt. Ja, Hocker und bequem, naja. Falls ihr Köder braucht, könnt ihr den Kollegen da fragen. Es hängt auch vom Angler ab, welche Fische man rausholt. Wechselt euch also ruhig mal ab. Angelleitfaden. Falls du eine Angel besitzt, kannst du mit ihr Fische fangen. Begib dich dafür einfach zum Angelplatz auf Capitabora. Um einen Fisch zu fangen, benötigst du Köder, die du praktischerweise direkt vor Ort erwerben kannst. Wer einen Köder wirft die Angel aus und wartet darauf, dass was anbeißt. Sobald der Fisch zuschnappt, drücke sofort A mit Mario oder B mit Luigi. Wenn das Timing stimmt, ziehst du den Fisch an Land und kannst ihn später als Material in der Werkstatt benutzen. Okay, der arme Fisch. Falls der gewünschte Fisch mal nicht anbeißen sollte, wechsle einfach den Angler oder Köder. Bestimmte Fische erfordern bestimmte Kombinationen. Mario mit Hausmacherköder zum Beispiel. Okay. Lass mich schnell deine Sachen hier machen. Was denn jetzt? Habt ihr schon mit Dr. Weizen und Team Work parlaviert? Das sollten wir erstmal erledigen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ist das dein Ernst, Mann? Warte. Dann, okay, komm, dann angeln wir erstmal. Brauchst du mehr Münzen in der Tasche? Dann solltest du mal mit einem Explosivköder angeln. Ein guter Köder für Anfänger, mit dem man im Grunde alles fangen kann. Dieser Köder brilliert beim Fangen von Fischen, die man als Material für Ausrüstung verwenden kann. Dieser Köder lockt besonders jene Fische an, die man teuer verkaufen kann. Ich kaufe mal einen Standard, zwei Hausmacher und drei Exklusiv. Und dann schauen wir mal. Machen wir mal einfach. Angeln. Wer soll angeln? Ja, erstmal Mario, oder? Standardköder. Ich darf's nochmal versuchen. Okay, danke, Spiel. Okay, ich achte einfach mal auf Mario, bis er Ausrufezeichen macht. Ah, ne, da oben rechts ist es das Ausrufezeichen. Und dann A drücken. Kleinviech. Okay. Luigi darf auch mal. Luigi darf mal mit dem Hausmacherköder. Okay. Okay, einfach nur oben rechts auf 8, bis da die Ausrufezeichen sind. Aha. Jetzt. Mach mal das gleiche wie. Luigi, du kannst es nicht. It's Mario's turn on die Xbox. Lass ihn nochmal. Mario. Mit dem Hausmacher. Komm, Mario. Zieh uns einen dicken Oschi an. Ans Land. Ich weiß, du schaffst es. Alter. Da waren jetzt zwei Ausrufezeichen. Vielleicht ist er besser. Ja? Gibt's überall. Der scheint mir besser. Hauen wir nochmal den Exklusivköder. Können Mario und Luigi andere Fische kriegen jeweils? Reitblatt, ja, schön für dich. Ich darf gerade nicht. Vor allem muss ich auch noch angeln. Höh. Oh, die Nervfisch. Warum klingen die Namen so, als wären das keine krassen Fische? Das tut jetzt weh. Nee, komm, Luigi darf jetzt auch noch die anderen beiden machen. Ich werde vermutlich nur noch angeln gehen, wenn im Laden gesagt wird, ja, du brauchst diese Fische. Aber jetzt in meiner Freizeit angeln, glaube ich, werde ich nicht tun. Ist ja ein ganz nettes Konzept, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie fühle ich das nicht so. Ein Pilz? 50 Münzen für einen Pilz? Das ist ein Herz und mache Klatsch auch noch. Ich find's mal, wie Mario zuschaut. Mhm. Luigi, da! Ja, hab ich! Zero, 50 Münzen, Mario wurde gescampt. Keine Köder mehr. Schließen. Ja, ich mach jetzt auch dicht, Leute. Ich mach jetzt auch richtig dicht. Dr. Weizen, Sie wollten sprechen. Momentan liegt das Hauptaugenmerk meiner Arbeit auf der Konstruktion einer Rakete. Mhm. Ich hoffe, Sie werden dazu imstande sein, auch die dickste Mauer zu durchbrechen. Moment mal, habe ich das richtig gehört? Du arbeitest an einer Rakete, ja, um damit die Mauer zwischen uns und dem Gigaleuchtturm zu durchbrechen.
Sie ist jedoch noch nicht ganz fertig. Mir fehlt einige wichtige Komponente. Und eins namens Müllasse. Sobald ich diese besäße, wäre es ein leichtes, ihn im Bau zu zerstören. Müllasse. Ihr wollt sie für mich besorgen? Das wäre grandios. Tatsächlich hat mein genialer Geist bereits prognostiziert, dass ihr dies sagen würdet. Okay. Müllasse findet man vorwiegend in Wüsten. Vielen Dank auch schon mal. Seid ihr erstaunt, dass ich trotz meiner ruhigen Art zu verbissen an einer Lösung arbeite? Es ist wichtig zu tun, was getan werden muss, wenn es eben wichtig ist. Nun, ich mutmaße. Ihr wisst, was ich meine. Naja, diese Treibinsel da, sieht aus wie eine Insel. Warte, was? Wir schalten das Neues frei? Ach, können wir jetzt? Wahrscheinlich nach ganz links, oder? Sag, dass ich recht liege. Sag, dass ich jetzt endlich nach ganz links kann. Bitte. Bitte. Ja! Endlich! Ich hatte recht! Und die Map wird sogar erweitert. So ein kleines bisschen, wie wir das gesehen haben. Was ist das denn? Habt ihr das gehört? Das kam vom Strand! Kann es sein? Peach, warum rennst du vor? Was ist denn da? Was geht ab? Okay, wir sollten erstmal entscheiden, wohin Kapitän Bauer fahren soll. Nein, wir sollten erstmal entscheiden, was da unten abgeht. Neue Mission. Gestatten Dory. Anscheinend hat jemand gerufen. Was mag da vor sich gehen? Die Zeit läuft. Ah, okay, die Roten sind die, die bei der Zeit weg sind. Und die Blauen gehen wahrscheinlich immer? Okay. Gehen wir da schnell hin. Nee. Ich möchte erstmal das Rift mir anschauen, bevor ich es vergesse. Da. Ja, hallo. Jetzt. Landen Sie sich! Krabbenzankriff! Tanken sich. Oha. Um einen Stern, wie es scheint. Die Bros da noch zusammenhalten. Ein Riff im Polychrombeer. Diese Krabben scheinen sich zu streiten. Aber warum? Warum tun sie das? Ah! Riesig! Ein neues Riff für mich! Bisher habt ihr 6 Riffe gefunden. Rrr. Wenn noch ein Riff findet, kriegt ihr was. Eins noch. Okay. Kommt da nicht runter. Ist das schon das Wasser? Nee. Doch. Nee, da wäre der Strand direkt. Aber wir dürfen nicht abkürzen. Leider. Leider Gottes. Ich hab auch was zu erzählen. Da kommen wir mal eben. Dory! So eine riesige Kreatur habe ich ja noch nie gesehen. Was für ein großes Maul. Okay. Was für eine Kreatur ist hier? Oh, wir können ja jetzt bald durch. Oh. Look at this. Wonderpilz DX. Der lag hier schon so lange rum. Jetzt haben wir ihn endlich einsammeln können. Warte, Plessy? Was? Wie? Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Doch. Oh. Nessie oder Plessy oder Dory. Hieß die Dory in Mario 64? Das ist sie auf jeden Fall. Ich meine, ich hab's auch in Odyssey. Dory! Kaum zu glauben, dass du auch hier gelandet bist. Phase, ich komm dieser Bestie bloß nicht zu nahe. Gosh, in Front mit dir. Keine Panik. Dory ist eine treue Freundin aus unserer Welt. Sie ist ganz zahm. Aber. Ich weiß nicht recht. Wübke, pass lieber auf. Marin wird noch gefressen. Sieh doch nur. Sie ist verletzt. Die Arme. Können wir irgendwie Medizin für sie auftreiben? Medizin? Bandeerz könnte helfen. Vielleicht gibt es das auf der Lüttchen zu kaufen. Wir besorgen welches. Hey, Prinzessin Peach. Ralf, Dammchen, wir müssen nach der Lüttchen. Juri, Gunther, ihr zwei bleibt hier und habt ein Auge auf unsere Patientin. Aber sie ist so riesig und furchteinflößend. Nicht wirklich. Du kriegst das schon hin. Bis dann. Oh. Oh je. Wie niedlich. Okay, wir müssen nach der Südje. Die Arme. Au! Sie hat Schmerzen. Das können wir ihr doch nicht antun. Diese Statue heult ins Meer. Aha, ich wusste, dass es auch noch ein Loch war. Ich habe mich richtig erinnert. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ein Haufen Blöcke? Ultra-Bonbon! Oh. Der heilt wahrscheinlich sehr viel. Oder vielleicht komplett. Der heilt wahrscheinlich komplett, oder?
Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir erstmal hier auf diese kleine Treibinsel gehen. Bevor ich jetzt hier von der ganz weggehe. Also machen wir das eben. Da gibt es bestimmt eh nur ein paar Items oder sowas. Komm schnell, bevor man sie nicht mehr erreichen kann und ich dann mit dem Turbo fahren muss. Mario, nicht so schnell! Da, Treibland. Genau, wir haben es ja schon mal gesehen, deshalb wurde uns das gerade nicht neu angezeigt. Ich habe extra gewartet, bis Luigi dabei ist. Jetzt ist er dabei. Schauen wir uns um. Wir sind, oh mein Gott, Treibsand. Verdammt, da können wir nicht latschen. Okay, aber wir können doch bestimmt drüber fliegen. Ja. Yes, we can. Ultranuss und Frischwurz. Okay, schon mal nicht schlecht. Schauen wir es da hoch. Nein. Nein, das tun wir nicht. Ob uns wohl noch eine Ability fehlt? Da können wir auf jeden Fall nicht lang. Zumindest so nicht. Kommen wir hier rauf? Vielleicht auf den Stein landen. Soll ich hier hochspringen? Nee. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Was ist denn da drüben überhaupt? Ist da überhaupt irgendwas? Ob ich da alleine hinlaufen kann? Oder vielleicht mit dem Ball rollen? Was? Echt jetzt? Wir können hier mit dem Ball durch? Hä? Wie das denn? Tempobohne und Herzbohne. Verteilen wir die mal. Die Ausrüstung. Ich glaube, da haben wir nichts Neues. Warte, wir haben einen neuen Checker bekommen. Warte mal, was ist denn das für ein Checker? Den wir bekommen haben. Schadenreduzierer war es, glaube ich, oder? Ich glaube schon, bin mir nicht sicher. Genau, ich wollte Bohnen verteilen. Herzbohne gibt sie Mario, der hat's nötig. Tempobohne gibt sie Luigi, er hat's nötig. Gut. Perfectly balanced as all things should be. Ja, hier auf jeden Fall rüberfliegen. Wahrscheinlich ist hier ein unsichtbarer Block, oder? Ah, da drüben ist einer. Ich habe ihn gerade leuchten, glitzern sehen. Ja, glitzer, glitzer. Wo ist er? Ich hab grad gesehen. Wo ist er? Da. Fehlhämmerhose. Hm? Was für eine Hose? Schlägt das Kontern per Hammer fehl, wird der Schaden trotzdem um 20% reduziert. Okay. Komische Ability, aber zumindest würde es meine Verteidigung steigen. Wie sieht es bei Luigi aus? Würde es ihm helfen? Es würde ihm genauso gut helfen. Aber ich mag eigentlich unsere Brüderhose, weil die ein BP immer, wenn wir Schaden nehmen, wieder herstellt. Und das ist mir eigentlich mehr wert. Das behalte ich die. Und ja, beide. Also die Hose hat mich jetzt nicht convinced. Wenn wir nicht so wirklich. Okay, reisen wir zurück nach Dezolytje oder machen wir zuerst was anderes? Ich würde sagen, wir reisen zuerst zu der neuen Insel, wo wir gerade waren, auf Guild. Holen uns da schnell die Goodies. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Bevor ich das auch wieder vergesse. Komm, der ganze Weg bis da ganz drüben hin. Kann ja die Capitabora schon mal fahren. Boah, es gibt auch einiges zu tun, Freunde. Wir sind noch lange nicht fertig. Ja. Sonst haben wir hier überall alles, ne? Yep. Eine Mission mit Zeitlimit. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Gehen wir erstmal nach Guild. Ich will das jetzt eben hinter mich bringen, bevor ich es vergesse. Aber ich mag das nicht, wenn ich das vergesse, alles zu sammeln. No, no. I don't like that. Okay, jetzt muss ich mich kurz überlegen. Wo gab es Stuff? Da hinten rechts? Da sind jetzt auch Dinger gespawnt und hier links. Okay, die Map zeigt uns das jetzt zumindest schon mal. Ich geh's mal links lang. Hallo. Freust du dich, dass hier alles wieder blinkt und wir uns den stinknormalen One-Up holen können? Das wäre zumindest ein DX. Nö. Pech gehabt. Okay, aber hier drüben kommen wir dahin. Mit dem Ball wahrscheinlich. Ja, da oben, da waren wir ja schon mal. Ich glaube, letzte Folge war es sogar. Ist gar nicht so lange her. Go, go, go. Was bist du hier?
Ich gratuliere zum Erreichen dieses Ortes. Lasst mich euch ein Geheimnis verraten. Im fernen Westen gibt es eine große Wüste voller Sand, soweit das Auge reicht. In dieser Wüste lässt sich ein hochwertiges Öl finden, auch bekannt als Müllasse. Dort gibt es allerdings auch Treibsand und unvorstellbar blutrünstige Monster. Naja, da unser Land nun zersplittert ist, wüsste ich ohnehin nicht, wie man dorthin käme. Na, wir haben jetzt herausgefunden, dass man mit der Ballfähigkeit drüber kann. Eine Silbermedaille? Was? Bronze ist schlecht für uns. Kann für einen passablen Betrag verkauft werden, oder? Wir hätten auf mehrere Sachen Sets ab. Aber dafür hätte ich eine erste Runde Gürtel nicht. Was mit Luigi? Er hat ja Wahrscheinlichkeit, dass die tollen Treffer besser sind. Ja, Silbermedaille ist okay. Vielleicht verkaufe ich die wirklich. Wir haben eine Bohne bekommen. Herzbohne. Ja, Mario natürlich. Der braucht dringend 69 Leben. Boah. Und wenn man welche von diesen Dingern einsammelt, hört sich das an wie so diese Pokémon-Sorte weg. Das klingt irgendwie für mich so. Keine Ahnung. Auf andere Inseln. Jetzt! Machen wir unsere zeitlich begrenzte Quest. Bevor sie zeitlich begrenzt abläuft. Oh oh. Hier sind wir fertig. Jo. Desolutio! Haben wir sowieso zwei Missionen. Wir müssen also so oder so hier noch hin. Früher oder später. Aber machen wir es jetzt. Yeah! Was geht ab, Mann? Peach? Tja, nun, ich muss eben auch an mein Geschäft denken. Was ihr verlangt, ist unmöglich. Bitte, besteht denn gar keine Möglichkeit, dass sie unser Angebot annehmen? Das Zeug geht locker für 50.000 Münzen weg. Ist auch klar, dass ich das nicht für 5 verkaufe. Sowas ausgerechnet von einer, die aussieht, als hätte sie in Wahrheit Unmengen an Münzen. Ja, sie ist eine Prinzessin. Aber das ist leider alles, was wir gerade besitzen. Ja, ja, natürlich. Wie wär's damit? Ich krieg die glitzernde Krone, die auf deinem Köpfchen prangt. Vielleicht kommen wir dann ins Geschäft. Oh, in Ordnung. Sie können sie haben. Peach, warte mal. Mario, Luigi. Hallo? Hier werden gerade Geschäfte gemacht. Was passiert da einfach so rein? Oder wollt ihr für euch vielleicht am Handel beteiligen? Dabei ist das Zeug in Wahrheit nur 5 Münzen wert, wie hoch es wohl noch gehen kann. Hehe, der Preis hat sich gerade geändert. Bandeerz ist jetzt 99.000 Münzen wert. Nie im Leben. Was? Ihr seid ebenfalls pleite? Dann geht mir aus den Augen. Ah, hey, loslassen! Nein! Huch, nanu! Hat er verdient. Hilfe, der Deal gilt aber noch, ja? Nun, das kam unerwartet. Irgendwie nicht. Oh, warte, so Flügel. Sieht so aus. Ralf, du weißt, was zu tun ist. Yep, bin schon dabei. Hep. Oha, die waren mal nützlich. Bin stolz auf euch. Uff, ouch, das tut morgen noch weh. Oh, den Vogel habe ich auch nicht ausgenockt. Ha! Alles in Ordnung? Können Sie aufstehen? Uiuiui! Das war aber ein Schreck fürs Leben! Ah! Weh, du greifst noch andere an. Wie jetzt? Meine Klatsch, den Klammergeier K.O.-Attacke hat sich gebracht? Unmöglich! Gunthers Klammergeier Klammergriff Karako-Attacke hätte vielleicht gewirkt. Ah! Mario Luigi! Oh yeah! Den machen wir easy da. Das ist nur ein Klammergeier. Die haben wir schon wie oft bekämpft? Sehr oft auf jeden Fall. Das sind die neuen Goombas, dieses Spiel, habe ich das Gefühl. So oft, wie wir die schon besiegt haben. Oder zumindest bekämpft haben. Ja? Yoshi kriegt den auch down. Oh. Got it. Bam! Auf den Boris. Und Stampfattacke. Nicht auf den Boris. Yoshi! Oh, okay. Okay, alles gut. Alles gut. Yoshi hat den Vogel angegriffen. Ah, ich hatte beide. Okay, ich habe ihn austreten lassen. Sorry. Ich hatte gerade voll Angst für Yoshi. Ich dachte, er greift den Boris an mit der Stampfattacke. Das wäre wirklich schief gegangen. Das läuft gar nicht gut. Damit sollten sie alle down gehen.
Versuchen wir es. Bam! Noch auf perfekt geschafft. Schön. Auf excellent, sorry. Ich auf excellent! Die leben noch? What? Gut, sehr hell? Tschüss. Pech. Und du, Kollege? Hau einfach ab. Es ist vorbei, Mann. Gib auf. Danke. Nochmal Blech. Die müsst ihr auch immer mal benutzen können, die Dinger, oder? Mario kriegt schon dein nächstes Level ab. Ja, so schnell kann's gehen. Endlich. KP hat er nötig. Alright. Geschafft. So, Freundchen, 5 Münzen. Dafür gibst du uns auch das Bandeerz. Aber... Du wärst jetzt Klemmergeier Frühstück, wenn wir die nicht geholfen hätten. Oder sollen wir deinen neuen gefiederten Freund nochmal zurückrufen? Wir wollen doch aber nichts überstürzen. Hier, das Bandeerz gehört euch. Nimmt es einfach. Mir egal. Wir dulden keine dubiosen Möchtegern-Händler auf unserer Insel. Haben wir uns verstanden? Natürlich. Ich muss dann weg. Das wäre geschafft, Prinzessin. Gehen wir zurück. Cool. Und ich dachte schon, wir müssen den erstmal von der Gigaleuchtturminsel zurückholen. Nö. Teamwork war mal nützlich. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, düdüdüdüm. Das ist ein Pokémon-Heiler. Hier, bitte sehr. Das wird dir helfen. Und, geht's dir besser? Au! Alles wieder gut, Spitze. Wow, aus der Nähe betrachtet merkt man erst, wie riesig sie ist. Wir haben sie im Auge behalten und sie war die ganze Zeit total zahm. Sie ist so toll. Sie wird bestimmt zu unserem Team dazugehören. Was haltet ihr davon? Au ja, das wäre total cool. Wipkes Mama hat ihr sogar ein Halstuch angefertigt. Damit ist sie noch niedlicher. Ja, jetzt mögen sie Plessy auch. Plessy, Dory, Nessie. Alles geht. Ein Spitznamen für sie. Sie mag alle Namen, sie hört auch alle Namen. Großartige Arbeit, Teamwork. Ich danke euch alle von Herzen. Großartiges Teamwork. Wirktour halten. Hä? Ich dachte, das ist für Plessy und nicht für mich. Aber gut, ich schaue es mir mal an. Oh, deine maximale KP steigen um 20% und Verteidigung steigen um 10%, aber dafür sinkt Bart um 20%. Okay, das geht ja immer. Also KP und Verteidigung würde steigen, Geschwindigkeit und Bart wiederum nicht. Das würde sinken. Boah, bei Luigi würde sogar 9 sinken bei Bart. Nee, also wenn dann für Mario. Aber will ich es Mario geben? Geschwindigkeit steigt und da würde es aber sinken. Wie gesagt, die KP kann er sehr gut gebrauchen, aber... Ja doch, ich geb's ihm. Ja doch. Und wir haben die Mini-Minsel erreicht. Da, wo wir auch hin sollten. Oh, ich merke das erst jetzt. Da hinten auch. Oh, wie cool, diese Rifte, die wir finden, die werden nachgestellt von ihr. Wieso merke ich das erst jetzt? Oh mein Gott. Naja, machen wir erstmal kurz diese kleine Mini-Minsel. Obwohl, nein, war's. Wir werden ja sowieso hier im ganzen im Kreis drehen. Ah, nee, warte mal, das ist ja gar nicht die. Wir sind noch gar nicht angekommen. Oh. Nee, da waren wir schon. Nee, okay, sorry, ich habe mich vertan. Mein Fehler, sorry. Also, warte mal, bevor wir jetzt weitergehen. Können wir jetzt endlich neue Rüstungen herstellen? Oder Anfrage anhören? Da. Okay, was brauchen wir denn? Wiederholungsgürtel. Ein Wiederholungsgürtel, richtig? Mit diesem Gürtel du jeden Fließling versohlst, wenn deinen letzten Angriff du wiederholst. Zur Herstellung von diesem Werk, da fehlt noch was, wie ich gerade merke. Okay, jetzt endlich. Atrakama, Schraube, Desolütjeblech und Gülthebel. Die sollten wir alle haben. Wiederholungsgürtel. Da, wir haben's. Grandios, wirklich grandios. Famos.
So, dann stellen uns das mal bitte her. Hey yo. Kasa. Bitte schön. Boy, boy. Wir haben es doch jetzt, oder? Hast du ein neues im Angebot? Ich glaube schon. Aber bin mir nicht sicher, ob das alles hier worth it ist. Erhöht den Schaden um 30%, wenn du deinen letzten Angriff wiederholst. Also wenn man mehrmals das gleiche einsetzt, verstehe. Ja, doch. Das könnte ich einem der Bros geben. Wäre nicht schlecht. Könnte man machen. Omo. Neue Items sind hinzugefügt worden. Haben wir gerade gesehen. Haben wir uns ja gerade angeschaut. Dein erster Angriff. Ich geb's Mario. Ich glaube, ich werde es Mario vergeben. Schon wieder Minusgeschwindigkeit. Das ist Kacke. Aber er ist immer noch schneller als Luigi. Von daher, was soll's. Freunde, beim nächsten Mal schauen wir uns mehrere Quests an. Nochmal die Insel und finden bestimmt, was wir suchen, um dann in der Zukunft zum Gigaleuchtturm zu kommen. Seid dabei. Ihr seid doch dabei, oder? Ach, natürlich seid ihr dabei. Natürlich. Ihr habt auch ein Like da gelassen. Ihr seid doch beim nächsten Mal dabei. Und ihr habt natürlich auch ein Like da gelassen. Ein Sub und ein Like und ein Sub.